Hallöchen, ihr Lieben. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns schon ewig nicht mehr gehört. Kann das sein? Ja. Was war das letzte? Die Clown? Nee, Fanta-Kuchen haben wir als letztes gemacht, genau. Kommt mir total lange vor. Wir machen heute Frühlings-Cupcakes, habe ich mir gedacht. So, draußen ist es langsam schon warm und man weiß nicht mehr, was man anziehen soll. Dicke Jacke, dünne Jacke, Trenchcoat, Jeansjacke. Weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ich bin auch total erkältet dadurch. Das kotzt mich voll an. So, jetzt zum Thema. Da wir ja Frühlingscupcakes machen, habe ich mir gedacht, muss der Teig irgendwie fruchtig sein. Und dann dachte ich mir, wir machen irgendwas mit Mandarinen. Was wir für unsere Muffins brauchen, sind 200 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 150 Gramm Puderzucker, am besten beides gerieben, also gerieben, was für gerieben, gesiebt, Mehl und Puderzucker gesiebt. Dann geht es weiter mit 50 Gramm Kokosraspeln, ein Ei brauchen wir, 125 Milliliter Öl, 200 Milliliter Sprudelwasser und eine kleine Dose Mandarinen. Ich habe die Mandarinen so ein bisschen klein geschnitten, weil ich nicht wollte, dass man die unbedingt jetzt im Teig im Ganzen wiederfindet oder einfach sieht. Und ganz einfach, wir können jetzt alles in unser Mixer schmeißen und einmal durchmixen. Dann haben wir einmal unser Mehl. Dann Puderzucker. Dann Backpulver. Dann lecker Kokosraspeln, mein Ei, was noch? Öl, Sprudel. Nicht erschrecken, der Teig ist etwas flüssig, aber der wird nachher super fluffig. Und das backen wir jetzt bei 180 Grad, circa 20 bis 25 Minuten. Was wir jetzt machen, ist ein ganz einfaches Buttercreme-Frosting. Ich mische da jetzt keinen Puderzucker, nee Quatsch, ich mische da jetzt keinen Frischkäse oder sowas rein, weil ich einfach will, dass die Grashalme richtig schön stramm stehen und hart werden. Und deswegen habe ich jetzt 250 Gramm Butter und dazu 200 bis 250 Gramm Puderzucker, je nachdem wie süß man es mag. Und das färbe ich gleich grün und dann habe ich eigentlich mein Frosting schon fertig. Und da schmeiße ich noch ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe rein. Wir verwenden jetzt diese Spritztülle, also die ist wirklich super zum Gras oder eine komplette Wiese könnt ihr damit spritzen. Die hat ganz, ganz viele kleine Löcher. So, und was sie jetzt macht, ist eigentlich super einfach. Also bei dieser Spritztechnik gibt es wirklich keine Gleichmäßigkeit, auf die man achten muss oder so etwas. Ihr geht einfach hin, ich fange immer in der Mitte an, drückt einmal und zieht es hoch. Also da kann eigentlich wirklich nichts schief gehen. Sobald jemand bellt, dann muss er direkt mitmachen. So, wie gesagt, ne, das sieht einfach ungleichmäßig aus. Draußen ist es auch ungleichmäßig, wie die liebe Natur uns das so hingepflanzt hat. Deswegen, da könnt ihr also auch als Anfänger nichts falsch machen. Ihr könnt auch vorher den Boden grün bestreichen mit der Creme, wenn ihr wollt. Aber mich stört das nicht so wirklich. Sieht ja aus wie Erde darunter. Also der Muffin jetzt. Alles kein Problem.
Ich habe nur schon einen Krampf im Arm, weil man so schwer drücken muss, weil die Düsen vorne so klein sind. Das ist anstrengend. So, dann zeige ich euch mal, was ich so als Gartentiere alles so gemacht habe. Und zwar habe ich kleine Marienkäferchen gemacht. Also die sind wirklich winzig. Und dann habe ich eine Biene, das ist meine Lieblingsbiene, die Biene gemacht. Und Schnecken. Kleine Schnecken habe ich noch gemacht. Und was natürlich gar nicht fehlen darf, sind die Blümchen. Also wenn ihr da noch mal Interesse habt, ich habe die jetzt so gemacht, ohne es aufzunehmen, kann ich da noch mal gerne ein separates Tutorial machen, weil es dauert einfach ziemlich lang. Also ich habe da jetzt bestimmt 3 Stunden lang dran gesessen. Das Video wäre einfach zu lang gewesen. Also wer das nochmal gerne sehen möchte, schreibt mir einfach und dann mache ich das nochmal getrennt. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, was am meisten Spaß macht. Jetzt können wir unsere Figuren da drauf setzen. Yay! Juhu! Oh, er ist auch süß. Hier kommt eine Biene geflogen. Hier kommt eine Biene geflogen. Zack, gelandet. So, auf die Blumenwiese mit dir. Kleine Biene. Oh, sieht das nicht süß aus? Also meine Gäste werden sich heute bestimmt ganz, ganz dolle darüber freuen. Ich kriege gleich Besuch. Die Männer werden hier ein paar Möbel für mich aufbauen. Und als Dankeschön kriegen die dann ein Frühlingscupcake. Toll, ne? Ich bin ganz verliebt. So, das waren meine Frühlingscupcakes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ja, ich würde mich natürlich sehr über Däumchen nach oben freuen und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz doll für 1000 Abonnenten schon, das ist für mich so eine Riesenzahl, bedanken bei euch. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dann!